really, really dead. What the fuck? Was hat er vor? Okay, jetzt hat er nochmal die Wingman in der Hand. Aber es sieht... Ach nee, nee, es geht um den Airstrike. Natürlich immer noch. Willkommen zur nächsten von vielen R5 Reloaded, Modded, Apex Legends Reaction Videos. Es gibt schon ein paar Folgen, wer die verpasst hat, sollte noch ein paar Folgen zurückschalten. Da sind ein paar richtig geile Sachen dabei. Ihr werdet hier in dieser Folge definitiv feststellen, nicht jeder Clip knallt 100% rein. Es sind ungefähr 400 einzelne Clips. Irgendwann ist wahrscheinlich das Entertainment ein bisschen überreizt. Deswegen nicht jeder Clip fetzt. Es sind aber trotzdem kreative Ideen dabei, die trotzdem sehr, sehr ansehnlich sind. Deswegen hoffe ich natürlich, dass er trotzdem am Start bleibt. Und wer sich wundert, wo dieses Gameplay, dieses 8-Minuten-Gameplay bleibt. Ich glaube, in der zweiten Folge habe ich das übersprungen und habe gesagt, da gibt es ein extra Video von. Ich werde das nicht veröffentlichen, weil das 8 Minuten zwar okay ist, aber das ist so eine absolut krasse Reizüberflutung und teilweise stürzt in diesem Video das Spiel immer wieder ab und irgendwann nervt das nur noch dazu zu schauen. Und es ist wirklich was für Leute, die Epilepsie haben, die werden wahrscheinlich sofort wegschalten, weil das anstrengend ist, 8 Minuten eine Battle Royale Runde sich reinzuziehen, die voll mit Mods ist, die sich dann im Endeffekt einfach nur sinnlos gleicht. Da ist die Abwechslung von den einzelnen Clips auf jeden Fall deutlich interessanter. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Ideen, bessere Sachen auf euch zu in Zukunft. Lasst euch einfach mal überraschen, was da noch alles kommt. Und viel Spaß jetzt bei den Clips. Wir starten direkt wahrscheinlich mit einem absoluten Vollhammer. Care Package Mastiff, but it's full automatic. Muss ich, denke ich, nicht übersetzen. Die ersten vielen Seasons war die Mastiff eine Care Package Waffe und war Gold. Sämtliche Care Package Waffen waren Gold. Wer sich jetzt wundert, warum das unten rechts Gold ist, wir schauen mal, was uns erwartet. Oh, oh böse. Das ist schon wieder zu geil. Das könnte sich mit so vielen Waffen so ähneln. Oh, das war Person damals schon. Natürlich richtig geil aus. Guckt euch mal den Rückstoß hier an. Guckt euch mal den Rückstoß hier an. Unfassbar. Das geht das dermaßen auf die Ohren. Also ohne Scheiß, die Waffe war damals sowas von heftig im Care Package. Ah, Blatthund mit Kryptodrohne, natürlich. Okay, das ist dann quasi schon Stand mindestens Season 3. Weil es da schon die Drohne gab. So, nächste Folge. Making Sliding Faster in Apex Legends. Alter. Wie krank wäre das denn? Ja, man kann es halt auch übelst übertreiben, ist klar. Ich bin... Ah ja, das ist jetzt ein bisschen zu heftig, aber es sieht trotzdem einfach viel zu geil aus. Einmal komplett über die Map mit Abgrund. Ich bin tatsächlich mehr als gespannt, inwieweit gerade die erste oder die zweite Folge, da waren ein paar hammergeile Dinger dabei, inwieweit das getoppt werden kann. Da bin ich wirklich gespannt. Gehen wir mal weiter, aber ich glaube, je älter dann Apex Legends wurde und je jünger diese Videos sind, desto geiler wird es wahrscheinlich. Gibraltar, but his Ultimate Courses, alles klar, er ruft die Apokalypse. Das ist mindestens schon Stand, ja, Season 4, glaube ich. So wie Kings Canyon aussieht. Na, jetzt bin ich gespannt. Die Apokalypse. Er hat einfach mal die komplette Map in Reichweite. Stellt euch das mal vor. Aber es sind nur einzelne Punkte. Es sieht schon cool aus. Okay, jetzt hat er diese Kameraperspektive. Stellt euch das mal als... Wie nennt sich es aus COD, die... Deine... Ich habe so lange kein COD gespielt, dass ich schon völlig vergessen habe, wie es heißt. Deine Abschussbelohnungen, wenn du 5, 6, 7 Kills hintereinander machst, ohne zu sterben,
kriegst halt eine Predator-Drohne, eine Fernlenkrakete oder weiß der Geier. So fühlt sich das, glaube ich, ungefähr an. Das sieht schon stark aus. Alter, mit dem Vollmond. Das sieht schick aus. Es ist definitiv kreativ. Die Apokalypse. Wie lange geht denn der Clip? Okay, da geht ein bisschen länger. Cool aus, doch, kann man nicht meckern. Es kann ja nicht alles, es können ja nicht über 400 Clips einfach komplett reinknallen. Das geht einfach nicht. Als nächstes Super Fast R99 versus Dummies. Da tun mir bestimmt gleich wieder die Ohren weh. Jetzt verstehe ich, was die mit Super Fast meinen, Alter. Die 42 Schuss, guckt's euch an. Die sind keiner Sekunde weg. Oh Mann. Akimbo 99 kann man halt auch mal machen. Und hier auch natürlich einfach wieder ein OG-Spot von World's Edge. Sehr geil. Was passiert mit den Dummies? Die stehen einfach alle ineinander. Da passiert gar nichts mehr, okay. Was ist das? Ah, das waren noch Zeiten, der Zug auf World's Edge, als er noch fuhr. Ah, scheiß die Wand an. Er ist einfach wahrscheinlich 10-mal so schnell. Da bist du ruckzuck durch. Naja, Sightseeing mal anders, ja? Ey, jetzt mal ohne Mist, schreibt mal in die Kommentare, wer vermisst die OG-Maps? Kings Canyon, World's Edge, das waren einfach die geilsten Maps, meine Meinung. Diese ganzen Veränderungen hat das einfach nicht gebraucht. Hier und da vielleicht mal ein Town-Takeover-Event wie bei Kings Canyon, der Spot mit Octane, logisch, klar. Aber hier, Sortierfabrik, das ist doch der geilste Spot ever. Es ist einfach wunderschön, also. Es wird Zeit für eine Playlist. Okay, ich denke, wir haben genug gesehen. Full Auto Wingman Akimbo. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mega reinknallen. Oh, wobei das schon geil ist, wenn du die so einzeln triggern kannst. L1, R1 für die Konsolen. Kommst du vor wie im Wilden Westen? Pam, pam, pam. Oh, wir übertreiben es wieder komplett. Das darf halt einfach gar nicht fehlen. Das sind so Spots, wo ich sage, oder Clips, wo ich sage, es ist einfach ein bisschen zu dolle drüber. Okay, wir haben, denke ich, schon wieder genug gesehen. The Smart Pistol, but modded into Apex Legends. Okay, die Smart Pistol ist eine Waffe aus Titanfall. Kenne ich selber persönlich nicht, weil ich es gezockt habe, aber die Smart Pistol hat ja jetzt Ballistik, wenn man das als Smart Pistol bezeichnen kann. Ach, jetzt verstehe ich. Also wenn das 1 zu 1 die Smart Pistol ist, dann weiß ich, warum viele geschrieben haben, bevor der Leak draußen war vor einiger Zeit. Wenn die kommt, bin ich raus so ungefähr, weil die einfach OP wird. Hat die echt so funktioniert? Kann das bitte einer in die Kommentare schreiben, der Titanfall-Fan ist und weiß, wie es funktioniert? Zielsuchend, also übertrieben zielsuchend. Alter, das ist ja schon witzig. So, jetzt haben wir hier noch Modded Bangalore Ultimate. Na, da bin ich jetzt mal gespannt im Vergleich zu Gibby. Man erkennt kaum, was es für eine Map ist, ja? So weit oben wie er ist. Was ist World's Edge? Man sieht leider viel, viel, viel zu wenig. Schade. What the fuck? Was hat er vor?
Okay, jetzt hat er nochmal die Wingman in der Hand. Aber es sieht. Ach nee, nee, es geht um den Airstrike. Natürlich immer noch. Okay, let's knock at the door. Oh, Scheiße. Jetzt bist du eigentlich komplett schwarzes Loch hinterlassen. Junge, Junge, Junge. Man übertreibt es halt gleich komplett. Das hört gar nicht wieder auf. Man dann noch irgendwas vom Boden? Wahrscheinlich. Nee, da passiert nichts mehr. Okay, Leute, Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder mit der nächsten Reaction-Folge von R5 Reloaded Apex Legends Modded. Ihr merkt schon selber, die Qualität oder ich sage mal die Abwechslung und das Entertainment lässt hier und da ein bisschen zu wünschen übrig. Nicht jeder Mod kommt richtig geil an und flasht auch richtig. Ich hoffe natürlich, dass in den nächsten Folgen noch ein paar Sachen kommen, die natürlich richtig reinhauen, damit wir hier ordentlich bei der Stange gehalten werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.